96 Level heißt 96 Video, heißt theoretisch 96 Tage. Das ist das Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe. Und zwar müsste ich dazu das Spiel finden. Wo habe ich's? The End, genau, Spiel fortsetzen. Okay, wie kommt man jetzt von da wieder zurück? Gar nicht. Zurücksetzen, ja, zurücksetzen. Irgendwann habe ich das Ding nämlich schon mal durchgespielt und das ist passiert mehr als einmal in meinem Leben. Und zwar jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich überhaupt... Also Ton nehme ich zwar auf, aber ich möchte auch gerne was hören, weil ohne den Ton macht das Spiel überhaupt so viel Spaß. Erstmal was frei, empty, empty. Nehmen wir C. Wieder gespuckt. Wie es mich mein Töchterchen vorhin auch drauf hin. Papa, du hast mir gerade auf mein 2-Jähriges gespuckt. Ja, passiert. Die Geschichte hinter diesem Spiel ist simpel und zwar willkommen. This is Dinosaur Land. In this strange land we find that Princess Toadstool is missing again. Oh, schon wieder. Looks like Bowser is at it again. Ist das so? Okay. 96 Level macht's relativ einfach. Wir beginnen bei 1 mit Yoshis Haus. Das ist das Video Nummer 1. Ich weiß aber gar nicht, ob das Level Nummer 1 ist. Das werde ich am Ende feststellen, wenn ich dann bei 97 Videos ankomme oder sowas. Tada! Hello, sorry, I'm not home. But I have gone to rescue my friends who were captured by Bowser. Yoshi! Ja, das war's schon. Ich weiß auch natürlich nicht, wie das mit der... Mit der Steuerung würde so im Liegen nicht hinhauen. Das hat noch nie geklappt. Darum werde ich es inzwischenzeitlich hochnehmen müssen. Hier im Video Nummer 1. Allerdings jetzt kurz erwähnt. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe es damals, als es neu war, auf dem SNES auch gespielt. Ohne Ende. Ich hatte jetzt einfach Bock da drauf. Und zum anderen mal gucken, wie läuft es denn. Aua. Spielzeug. Weg. Einfach mal Bock da drauf, irgendwie so eine schnell aufeinanderfolgende Serie durchzuziehen. Und nicht, dass es das Einzige bleiben wird, allerdings nutze ich das jetzt auch als klitzekleinen Appetithappen. Wie nennt man es? Als kleine Ausflucht. Zum einen weiß ich noch nicht genau, wie es mit meiner nächsten Serie weitergehen wird. Ich habe sie schon angefangen, allerdings bastel ich gerade noch an dem Intro herum. Theoretisch müsste ich mir einfach nur nochmal 6 Stunden Zeit nehmen, um das Intro fertig zu machen. Stattdessen flüchte ich, wie das halt immer so ist, beim Lernen für Klausuren räumt man auch am liebsten die Wohnung auf, anstatt zu lernen. Zum anderen habe ich demnächst, für euch jetzt schon in der Vergangenheit liegend, habe ich demnächst eine OP im Bereich Gesicht. Nicht, dass es da was hübscher zu machen gibt, das ist nicht möglich, aber ich weiß nicht, wie zermatscht und zerschreddert ich danach aussehen würde für einige Tage. Darum Ausflucht hierhin. Ich werde das jetzt durchspielen, dann habe ich wenigstens die nächsten Wochen genug Zeit, immer mal wieder zu schneiden. Die Videos werden kurz sein, das ist der Vorteil daran, das heißt, es ist wenig Aufwand zu schneiden. Möglicherweise kann theoretisch auch also mein Everyday Pace durchziehen, aber es wird auch eine neue, richtige, in Anführungsstrichen, Serie geben, wenn ich denn dann mal wieder halbwegs durchkomme. Die Steuerung ist relativ einfach, mit Y ist Dashen, also schnell laufen. A ist Springen, B ist Springen und der A ist die Wirbelattacke. Macht nichts. Wir werden dann sehen. Mit L und R kann man den anderen Level noch ein bisschen Bildschirm hin und her zoomen. Aber das werden wir dann sehen. Für euch für heute jetzt Schluss. Ab morgen geht's dann weiter mit alles mögliche, was an Leveln so da ist. Also in diesem Sinne, es sind gar nicht 96 Level, es sind nur 96 Ausgänge. Ah, Details. In diesem Sinne, ich hab's geschafft.